Wir machen mal, ist FIFA Gaming immer noch so schlimm? Ich weiß es nämlich nicht, ob FIFA Gaming immer noch so schlimm ist. Ich denke schon, oder? Würdet ihr sagen, FIFA Gaming ist immer noch schlimm? Ich habe vor kurzem erst reingeschaut, der macht nur noch ein paar hundert Aufrufe pro Video. Also wenn überhaupt 300 Aufrufe. Das ist wirklich echt krank. Freunde des Vergessens, kennt ihr noch FIFA Gaming? Ich weiß schon. Entweder ihr sitzt gerade vor eurem PC oder Handy und denkt euch so, ach stimmt, lol, den gibt's ja noch. Oder ihr werdet euch denken, hä? Wer soll das denn sein? Allerdings wäre das ziemlich traurig, denn mein letztes Video über FIFA Gaming habe ich Anfang Februar hochgeladen. Wenn ihr meine Videos nicht guckt, dann mache ich bald mal ein Video über euch. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video und ich weiß, was ihr denkt. Hey, das ist ja gar kein Cake News, was ist denn hier los? Ist doch alles in Ordnung? Heute geht es mal so. Am besten erzähle ich. Aber wisst ihr, was ich sehr ehrenwert finde? Dass hier rechts unten das Video wegen solchen Menschen ist TikTok und Instagram der größte Schmutz, dass das geschaut wurde. Seht ihr das? Der rote Balken? Das gefällt mir. Denkt, hey, das ist ja Let's gar go. kein Cake News, hä? Was ist denn hier los? Ist doch alles in Ordnung? Heute geht es mal so. Am besten erzähle ich euch aber erstmal, wer FIFA Gaming so ist, beziehungsweise was er früher gewesen ist. Er hat vor ungefähr 6 Jahren mit YouTube angefangen und wie der Name schon sagt, hat er natürlich FIFA-Content hochgeladen. Seinen größten Hype hatte er vor 4 Jahren, da haben sogar viele Videos die 1 Million Aufrufe geknackt. Allerdings dachte sich FIFA Gaming dann irgendwann so, boah, mein Kanal läuft mega gut. Ob ich den auch komplett zugrunde richten kann? Und ey, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Während der Anfang 2020 noch immerhin 432.000 Abonnenten hatte, sind es jetzt 1,5 Jahre später 392.000. Also er hat 40.000 Abonnenten verloren. Aber, ja, ich wollte gerade sagen, aber FireGolden hat doch mehr Abonnenten verloren. Ich möchte das nur mal sagen, FireGolden, der hatte mal 250.000 Abonnenten und steht jetzt gerade eben bei, warte, der steht jetzt gerade bei 185.000 Abonnenten. Das heißt, er hat fast 70.000 verloren. In diesem Sinne bitte ein kräftiges, ja, ein kräftiges FireGoldismus in den Chat. Bitte ein kräftiges FireGoldismus in den Chat. Herzlich willkommen auf dem Kanal Erfolgreiches Denken. Aber warum lief es eigentlich irgendwann nicht mehr bei ihm? Naja, er hat sich wahrscheinlich dann irgendwann selber so gedacht, anstatt jetzt Arbeit und Qualität reinzustecken und coole Formate zu bringen, könnte er das Ganze auch einfach über den Haufen werfen, nur noch Müll hochladen, aber dafür dann 5 Videos am Tag machen. Von wann sind denn die Screenshots? Das wird schon laufen, oder nicht? Vor allem gab es dann einige Zuschauer und auch YouTuber, die ihnen halt Tipps geben wollten, weil das konnte man sich einfach nicht mit ansehen. Und so geht er damit um, wenn Leute ihn freundlich darauf hinweisen, vielleicht etwas zu ändern. Die Leute wollen immer mir irgendwelche Tipps geben, was ich hochladen soll, was ich nicht machen soll, ja, kritisieren das, was ich mache und auch die Zuschauer oder so, ja. Und da habe ich keine Lust, mir von irgendwelchen anderen Leuten vorschreiben zu lassen, was ich für Videos machen soll oder was ich nicht machen soll oder wie viel ich hochladen soll. Ich meine, du musst die Tipps ja nicht annehmen, aber die Leute so komisch dafür zu kritisieren, das muss meiner Meinung nach auch nicht sein. Ich meine, stell dich doch einfach hin und sag, Leute, danke für die ganzen Tipps, aber ich möchte meine Karriere und meinen YouTube-Kanal den Erdboden gleich machen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man durch YouTube voll viele offene Türen hat und sich hier was richtig Geiles aufbauen kann. Ich feiere es einfach, wenn ich Abonnenten verliere und nur noch 30 Leute meine Videos gucken. Aber dankeschön. Es ist ja nicht mal so, dass er die Tipps nur... Das Ding ist, ich glaube, die Leute, die meinen es noch nicht mal böse mit ihm. Wirklich, man, es ist ja jetzt nicht so, dass man Hass auf FIFA Gaming hat. Also ich kenne jetzt niemanden, der sagt, oh, ich hasse FIFA Gaming, ganz, ganz, wirklich ganz, ganz schlimm. So, man hat eigentlich Mitleid mit dem und man will eigentlich, ja, dass der, dass das vielleicht doch nochmal irgendwie wenigstens ein bisschen schafft. Und dann behält er die, wirklich die Qualität von ihm ist unterirdisch, ja. Nicht mal ein YouTuber mit 100 Abonnenten hat so eine Scheißqualität wie FIFA Gaming. Das ist schon mal erstens. So, seine Thumbnails sind unterirdisch. Die sind auch nicht mal. Also, das wäre schon 2012, ja. Im Jahr 2012 wäre das schon unterirdisch gewesen. Mit diesem Schriftzug und allem drum und dran. So, diese teilweise auch billigen. Wirklich, das. Nee, also diese Thumbnails. Ich komme gar nicht drauf klar auf diese Thumbnails. Die sind einfach so schlecht. Das macht mich echt fertig. Deswegen, ich finde, FIFA Gaming, da hat wirklich alles falsch gemacht, was du falsch machen kann. Aber auch so bewusst, ne? Jeder hat ihm gesagt, mach's nicht. Und er trotzdem, er macht's einfach, ja, weil er gegen den Strom ist, ja, und das finde ich wichtig. Puss hingenommen hat, raus. Sondern wie so ein bockiges Kind hat er das danach einfach noch viel schlimmer gemacht. Denn statt 5 Videos am Tag gab es jetzt, haltet euch fest, wirklich, haltet euch fest, 40. Wirklich, er hat 40 Videos am Tag hochgeladen. Warum? Das kann man machen. Ist jetzt nicht muss, aber kann man machen, ja. Das Ganze war Anfang 2021 und der Kanal ist ja noch schlechter gelaufen als vorher. Es hat halt wirklich nur Nachteile. Aber unser lieber FIFA Gaming macht natürlich nicht nur FIFA-Content, sondern er ist sogar ein begabter Musiker. Er bringt Songs auf seinem Kanal, zum Beispiel sowas hier. Ich bin voll, ich bin voll, ja, ich bin voll, ich bin voll, ich bin voll, ich bin voll. Ich
Ich bin voll. Auch bei der Verbreitung seiner Songs ist er wirklich ganz vorne mit dabei. Denn klar, man könnte das Video einmal hochladen, damit der ganze Traffic darauf kommt und sich das Video verbreitet. Oder man macht es wie FIFA Gaming. Das Video zu Wo bist du hat er einfach 8-mal hochgeladen. Mit krassen Musikvideos. Das erste ist ein Trailer, beim zweiten fliegt eine Drohne über eine Frau, die auf einer Bank sitzt. Beim dritten sieht man ein... Hä? Das hat er doch schon in seinem letzten FIFA-Gaming-Video eingeblendet, oder? Warte mal, genau das hat er doch in seinem letzten FIFA-Gaming-Video eingeblendet. Warte. Ich bin hier gerade etwas Großem auf der Spur. Ja, Exposed, KuchenTV. Hochlädst. Aber die Videos sind halt wenigstens abwechslungsreich und geil. Das erste ist ein Trailer, beim zweiten fliegt eine Drohne über eine Frau, die auf einer Bank sitzt. Beim dritten sieht man eine Schaukel... Wir gucken, wie er das hier sagt. Trailer. Beim zweiten fliegt eine Drohne über eine Frau, die auf einer Bank sitzt. Beim dritten sieht man eine Schaukel. Ja, das war's. Da passiert nicht mehr. Beim vierten sieht man einfach nur einen See. Beim fünften werden einfach Movistar Planet 10 gezeigt, die null mit dem Lied irgendwas zu tun haben. Beim sechsten steht nur der Name im Video. Das siebte ist einfach irgendein Bild. Und das... Wurde da etwa das Video gereuploadet für die Klickskuchen TV? Haben wir da etwa jemand exposed? Aber da muss ich auch sagen, ich kenne auch einfach seine Videos, ja? Acht ist einfach nur ein Screenshot aus dem fünften Video. Tja, meine Freunde, und dann wurde es ziemlich ruhig in unserem FIFA Gaming. Ich habe selber einfach mal geschaut, was er so macht. Und er lädt tatsächlich noch Videos hoch. Pack-Openings allerdings nur noch. Und für die Verhältnisse von FIFA Gaming auch sogar ziemlich wenig. Gerade mal 4 bis 5 am Tag. Bist du gesund? Ja, das ist mir übrigens auch aufgefallen. Der macht kaum noch Videos. Also 5 Videos am Tag ist halt geisteskrank wenig für FIFA Gaming. Seine Videos haben halt jetzt im Durchschnitt auch gerade mal noch 250 Aufrufe. Ja, schwierig. Bei 392.000 Abonnenten. Ich habe das mal ausgerechnet. Das sind 0,0637% seiner Abonnenten, die noch die Videos gucken. Ich glaube, das ist mit Abstand der schlechteste Wert auf ganz YouTube. Wenn man sich den Kanal heute so anguckt, dann sieht man schon an den Thumbnails, Qualität wird hier wirklich klein geschrieben, weil er immer vor 1-2 Wochen genau das gleiche Bild... Also guck mal, er jubelt immer gleich in jedem Thumbnail. Guck euch das mal an. Gleich. Alles ist genau dasselbe. Alles ist dasselbe. Vielleicht macht er auch zufällig immer die gleiche Reaktion bei jedem Video, das kann auch sein. Nimmt. Hier mal der Vergleich. Das Einzige, was sich ändert, ist halt das Bild in der Mitte und der Text. Selbst sein Gesichtsausdruck ist halt bei jedem Bild das gleiche. Also wirklich bei jedem. Aber gut, manchmal ist es immerhin in einer anderen Ecke. Man will ja auch mal verrückt sein. Wie gesagt, lädt er ja auf seinem Kanal nur noch Pack-Openings hoch. Was ziemlich komisch ist, denn Anfang 2021 hat er dazu noch Folgendes gesagt. Es wurde einfach quasi... Junge, guck mal, auf welche hübsche Natur oder welcher hübscher Mensch, der von... Nee, bei GeogTV wäre jetzt enttäuscht, wenn ich sage Mutter Natur, wer von Gott hier geschaffen wurde, auf wen er da reagiert hat, ja. Quasi wieder das bestätigt, warum ich aufgehört habe mit FIFA, weil es einfach, du gibst so viel Geld aus und du kriegst nichts wieder. Ja, du hast recht. Pack-Openings sind wirklich mega unnötig. Zum Glück lädst du nicht 5 Pack-Openings am Tag hoch oder sowas. Ich meine, noch schlimmer wäre... Naja, zu der Zeit hat er ja gesagt, dass er aufgehört hat mit Pack-Opening. Das müssen wir an der Stelle trotzdem nochmal sagen. Ist ja wirklich nur, wenn du in dem Video auch gesagt hättest, dass du mit FIFA aufhörst. Ihr habt schon gehört, das Ende von FIFA Gaming. Es wird keine FIFA-Videos hier auf diesem Kanal mehr geben. Okay. Jetzt mal ganz Real Talk. Wenn du süchtig bist, dann such dir Hilfe. Also jetzt mal ernsthaft. Ich meine, du hast gesagt, dass du keine Lust mehr auf FIFA hast und dass Pack-Openings unnötig sind und machst jetzt 5 Stück am Tag. Warum? Dazu ist die Qualität in seinen Videos halt nicht mal wirklich gut. Ich meine, teilweise ist er so leise, dass man ihn kaum versteht. Zum Beispiel hier. Das war ein richtig stabiles Pack, 2 Workouts, okay. Aber dann noch 4 84er, ein 85er. Die Musik ist einfach viel zu laut, Bro. Egal welche... Junge, ich dachte immer... Also no front an Da Vinci, ne? Aber ich dachte immer, Da Vinci ist derjenige, der am meisten rechts in der Kamera sitzt. Aber ich glaube, ich habe mich getäuscht. Ich glaube, es ist doch FIFA Gaming. Aber dann noch... Nee, stimmt, Da Vinci ist jetzt eigentlich noch weiter unten. 84er, ein 85er. Die Musik ist einfach viel zu laut, Bro. Egal welches Schnittprogramm du nutzt, das sind 2 Klicks, um das Ganze zu beheben. Sind dir deine Zuschauer nicht mal das wert, oder was? Und das ist in super vielen Videos vorhanden. Zum Beispiel jetzt auch mal random in dem hier. Ja, das hätte nah an mit Digga nicht mehr zu sehen. Ja, korrekt, Digga. Er hat mal seine Tonqualität über die GoPro aufgenommen. Über die GoPro. Das schlechteste Handy der Welt hat ein besseres Mikrofon als eine GoPro. Real Talk, das war wie unter Wasser so. Also, hallo, ich bin FIFA Gaming und ich habe keinen Tee gezogen. Ich bin jetzt der allerkrasseste.
nur noch schlimmer, ja. Da war die Qualität bei mir gerade schon echt sehr gut. Ich meine, guckst du deine Videos nicht mal selber irgendwie für eine Sekunde an? Das Geile ist, dass er nach meinem letzten Video auch noch eine Ansage gegen mich hochgeladen hat. Das Video hat halt 0,1 FPS. Also, dann nimm's doch neu auf, wenn du siehst, dass da irgendwas falsch gelaufen ist, anstatt das einfach so hochzuladen. Aber kommen wir nochmal zurück zu seiner Musik. Er hat bisher ganze 4 Alben rausgebracht. Summer Wipes 1, Summer Wipes 1 Special Edition, Summer Wipes 2 und Summer Wipes 3. Das Lustige ist, dass alle 3 Alben im Winter oder Frühling 2021 rausgekommen sind. Ja Mann, 5 Grad und im Regen, da kommen richtige Summer-Wipes in Deutschland hoch. Sein letzter Song auf dem FIFA-Gaming-Kanal war Honolulu. Und ich weiß, was ihr euch jetzt denkt. Vor 2 Monaten? Was ist denn mit dem kaputt? Da hören wir einfach mal ganz kurz rein. Komm mit. Mal wieder mega wack, keine. Ich finde das, also jetzt mal Real Talk, das hat einen guten Flow. Ich fand, das hat ein gutes Feeling rübergebracht. Komm mit nach Honolulu, komm mit. Hä? Alter, was ist los bei euch? Ihr müsst ja jetzt mal nicht alles kritisieren. So scheiße ist das nicht mal. Heute Nacht mit dir ein Rendezvous, komm mit. Erstmal wieder mega. Ich finde das nicht so wack. Ey, no joke, ich find's wirklich nicht so wack. Mega wack, keine Frage, ist halt so ein typischer FIFA-Gaming-Song. Was mich daran aber wirklich triggert, ist die Tatsache, dass er das Ganze einfach 1000-mal besser kann. Und zwar gibt es auf dem Kanal Sweaty Goal einen Song mit ihm, wo er ein Feature hatte. Und auch da hören wir einfach mal rein. Wieder nur gerade 2 Jahre und eine Woche Frost, 30 Mal gegeneinander spielen, macht doch keine Lust. Ja, was soll ich dir noch sagen, dieses Game macht mich kaputt. Wochenende lieber Club und die ganze Nacht im Sof. Ich meine, ja, er ist jetzt nicht Shakira oder so, keine Frage. Aber das ist halt einfach mal 10.000-mal besser als das, was er sonst so veröffentlicht. Warum lädst du denn Sachen hoch, die unter dem Niveau sind, was du eigentlich erreichen kannst? Warum machst du stattdessen so eine Cringe-Musik, anstatt so was Ordentliches zu bringen? Auch auf Spotify kann man halt sehen, dass das Ganze mega gut ankommt. Ich meine, der Song hat immerhin 30.000 Streams. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Dieses United ist ja das einzige Feature auf seinem gesamten Kanal, glaube ich. Und ich glaube, dass bei Swayesti oder wer das war, dass der das machen wollte, einfach mit FIFA Gaming aus Flux. Und bei ihm geht das so ab und bei FIFA Gaming versinkt es halt einfach. Seine Songs haben teilweise nicht mal die 3000er Marke geknackt. Ich meine, ihr müsst euch FIFA Gaming einfach mal überlegen. Er kann unterhaltsame Videos machen. Das hat er vor 4 Jahren mehrmals bewiesen. Lädt aber heute nur noch Müll hoch. Er kann Songs... Vor 4 Jahren waren die Videos auch scheiße. Aber vor 4 Jahren hat halt einfach die Qualität gereicht, ja. Weil da wahrscheinlich vor 4 Jahren jeder ziemlich scheiße war. Er hat sich aber halt nicht weiterentwickelt und das ist das Problem. Machen, die zumindest sich ganz gut anhören, lädt aber stattdessen lieber Müll hoch. Also ich weiß nicht, entweder war es halt wirklich die Aufgabe von dir, dass du eine Wette hattest, ob du den Kanal komplett zugrunde richten kannst, oder du bist einfach der größte Troll im Internet. Was kann ich abschließend dazu sagen? Naja, FIFA Gaming macht halt immer noch FIFA Gaming Zeug. Er hat sich nicht wirklich gebessert, lädt immer noch nicht qualitative Videos hoch und ich weiß nicht warum. Vielleicht kann er die Pack Openings von den Steuern absetzen, aber das bringt auch nichts, weil ein Teil muss er trotzdem selber zahlen und er kann die Sachen ja auch nicht mal gewinnbringend verkaufen, davon mal ganz abgesehen. Aber alles gut, denn YouTube braucht der Junge sowieso nicht, denn er hat einige Statistenrollen bei der Serie Köln 50667. Ja wirklich, der ist des öfteren Mal im Fernsehen zu sehen. Feier ich auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall die deutlich sicherere Karriere als YouTube. Die Karriereleiter bei FIFA... Ja, aber immerhin hat er da was geschafft, ne? Muss auch erstmal schaffen, da so eine hochprofessionelle Schauspielerkarriere hinzulegen. Gaming geht auf jeden Fall steil. Ich weiß nicht, was ich abschließend dazu sagen soll. Wie gesagt, er kann unterhaltsame Videos drehen und er kann Musik machen, die man sich geben kann. Macht es aber nicht, aus welchem Grund auch immer. Und ich würde das einfach wirklich gerne verstehen. Naja, wir werden es wohl nie herausfinden. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten... Okay, okay.